Hallo, hallo. Hier ist Marvin1972 von MFG. Ich pausiere jetzt mal ganz kurz das Spiel und wir gucken uns mal den Gegner an. Unser Gegner hat ein AMX 50-120, eine Batchet, ein E75, ein Panzer Mutz, ein T49. Ein relativ mobiles Setup. So. Das bedeutet auf dieser Karte hier, dass der Gegner sehr wahrscheinlich zum Flugzeug fahren wird, um da die Vorteile seiner Panzer auszunutzen. Vor allem das Platoon auf Tier 9 sollte das eigentlich machen. So. Und wir haben so ein paar Heavys und können da, denke ich mal, ganz gut gegenhalten. Und wir schauen jetzt einfach mal, was gleich passiert. So, wir besprechen das, dass wir danach rechts fahren. Alle sagen auch okay. Und dann gucken wir mal einfach auf unseren Tiger-Panzer. Weiter geht's. So, ich schreibe rechts, ne? Nochmal rechts. Ich schreibe auch noch, dass wir da zum Flugzeug wollen. So. Ab geht's. Alle drehen. Alles gut. Der Tigerpanzer. Ja. So macht man das. Den Teammates scheißegal. Erstmal vor die Karre fahren. So. Ich schreibe schon mal Good Game, Tiger. Weil ich ahne jetzt schon, was passiert. So. Ich mache noch mal kurz Pause. So, und wir gucken uns die Minimap an. Alle fahren rüber und da vorne ist der Tiger. Hier, ihr seht das. Alle fahren rüber über die Gleise. Wir sind hier komplett auf der rechten Seite vertreten. Und unser Tiger fährt mitten rein. Er geht auf und wird jetzt einfach nur zerplatzen. Das ist jetzt schon so klar wie das Amen in der Kirche. So. Und meiner Meinung nach ist der Tiger gerade auch hier in den hügeligen Bergen und so weiter, weil er hat ja nun auch ein bisschen Gun Depression und alles sowas, einer der geilsten Panzer auf Stufe 8. So, der ist nicht zu durchschießen. Und klar, ein paar Neuner oder so mit Premium könnten durchschießen, aber ansonsten geht das nicht. Und ja. Also wir gucken mal kurz auf die Uhr. Es waren 45 Sekunden gespielt und der Tiger ist nicht mehr da. So helft ihr auf keinen Fall eurem Team. So, wir fahren jetzt erstmal nach hinten. Ich sehe zu, dass ich das so zügig wie möglich mache. Und will dazu Richtung die Gleise, oder ja, Richtung Gleise, da wo der Rest vom Team hier auch steht, der Löwe, alle hinfahren. So, und wir müssen das jetzt erstmal kompensieren. Ja, und der Tiger schreibt auch noch, dass er einen gekillt hat. Ist er ja ganz stolz drauf. Das hat er ja super hingekriegt. Da haben aber noch andere drauf geschossen auf den. Das hat er vergessen. Von den Gleisen aus. Nein. Wollen wir nicht weiter drüber reden. Ich habe erst überlegt, eine HE zu nehmen, aber dann dachte ich, wenn der wegfährt, der Neuner, lieber erstmal nicht. Und auf die Entfernung, die Gun ist so ungenau und trifft dann sonst irgendwo. Ihr seht da der Tiger, ne? Wie schwer der zu durchschießen war, den nehme ich jetzt erstmal nicht. E75, das bessere Ziel natürlich, weil Stufe 9 Panzer. Wir haben noch einen Panzer verloren erstmal. So. Ich muss mich jetzt konzentrieren, dass wir die One-Hits rausnehmen, so schnell wie möglich. Also da hinten der E75. Muss weg. Tschüss. Boom. Ja. So. Unser Löwe hat das mit dem Sidescrapen auch nicht so richtig verstanden. Der wäre nicht zu durchschießen vom Tiger 2, wenn er sich richtig hinstellen würde. Aber na gut. So, der Tiger steht jetzt unterhalb von mir, deswegen kann ich mit Premium, war das eben, gerade so eben in seiner Oberwanne durchschießen. Unterwanne war ja dann andersrum angewinkelt. Seht ihr, da komme ich nicht durch. So. Und das auch nur, weil er tiefer steht als ich. Ich nehme jetzt eine HE und mache einen Safe. Weil ich ihn nicht gesehen hatte und ich wollte dann irgendwo ein bisschen Schaden machen. Er hat ja nicht mehr viel. So, da kommt der nächste. Das ist wieder ein Stufe 9er. Konzentrieren. Die Schüsse müssen sitzen. Ganz knapp. Ihr seht, wie ungenau die Gun ist vom Object 252U. Ne, obwohl das maximal eingezielt war. Steht immer noch 4 gegen 4. Der nächste Schuss ist wieder so ein entscheidender. Er muss sitzen. Ich nehme eine APCR zur Sicherheit. Obwohl ich oben rechts eingezählt habe, war mittig unter der Gun reingegangen. Also, so, jetzt will ich da drüben erstmal helfen. Das ist safe besser, als hier die Batchet irgendwo zu jagen, die noch über ist. Ich mache nochmal kurz Pause. Dann können wir hier gucken. Also, es gibt jetzt noch die Batchet 25 Tonnen und den Panzermutz. Der Panzermutz ist da rechts, wo die Batchet 25 Tonnen ist, wissen wir nicht. Vermutlich aber irgendwo beim Flugzeug. Ne? So, weiter geht's. Okay, den haben die gemacht, alles klar.
So, und da ist auch schon die Bedchat und ich kann, ja, ich kann drehen. Ich fahre jetzt links an den Gleisen lang, um sie abzufangen. Gucken wir mal, ob ich da was kriege. Und hier hatte ich ein bisschen Leck. Ihr habt das eben gesehen, dass es so geruckelt hat. Das hat nicht gereicht, um da mal irgendwas einzuzielen. Dafür jetzt 625, faire HE. Badget kommt nicht durch. Bleibt stehen. Ich weiß nicht, was er da jetzt macht, ehrlich gesagt. Aber ist jetzt auch egal. Ich habe leider noch eine HE. Ich weiß, dass ich da durchkomme. Okay. Ja. Wir haben es noch geschafft, trotz dessen sich der Tiger so weggeworfen hat, weil alle anderen sechs vernünftig gewesen sind. So. 3000 Schaden. Wir gucken uns unseren Tiger an. Er hat 520 Schaden gemacht und sich ja damit gebrüstet, dass er den T49 gemacht hat. Und in Wirklichkeit hat er den T49 nicht gemacht, weil da hinten nämlich noch irgendjemand gestanden hat und darauf gesniped hat. Von unserem Team. Ich weiß gar nicht wer. Ne? So, wir gucken uns hier nochmal ausführlich an. Ich habe 9 Schuss gemacht, 9 Treffer. Wenn das passiert, da ist natürlich immer perfekt im Objekt 252U, aber das passiert nicht immer, weil manchmal gehen die Schüsse irgendwo hin. Wir gucken uns nochmal Effizienz an. Ja. Ne? Gar nicht so wild eigentlich gewesen. Hier nochmal EP 3383 gekriegt. Mit natürlich Premium und mal 2. Aber trotzdem. Kreditpunkte können wir auch noch mal gucken. 1980 plus gemacht. Also auch noch. Und relativ viel APCR geschossen. So, in dem Sinne, vergesst nicht ein Abo dazulassen. Da freue ich mich ja immer sehr drüber. Und macht bitte nicht den Fehler wie der Tiger 2 und isoliert euch von eurem Team und werft euren Panzer einfach so weg am Start. Damit werdet ihr langfristig die Winrate sicherlich steigern. So, ich sage Tschüss!